Bislang haben wir immer in der Standardansicht gearbeitet. Jetzt, da es ums Drucken geht, macht es Sinn, wenn wir hier den Seitenlayout-Modus auswählen und auch hier oben den Bereich Seitenlayout. Du siehst, die Seitenränder sind nicht sehr ausgeglichen. Rechts ist es sehr breit, während links sehr wenig Platz bleibt, vor allem wenn dieses Blatt dann auch noch gelocht werden soll. Außerdem sind diese Gitternetzlinien jetzt doch eher störend. Die blende ich aus, denn sie werden ja sowieso nicht gedruckt. Und unter Seitenränder kann ich hier verschiedene Voreinstellungen wählen oder eben benutzerdefinierte Seitenränder und da den linken Rand etwas großzügiger, zum Beispiel mit 3,3 einstellen. Um sicherzugehen, dass nur dieser Bereich, der auch Daten enthält, gedruckt wird, macht es Sinn, wenn wir ihn auswählen. Ich mache es etwas kleiner und wähle mal alles aus. Und jetzt bestimme ich den Druckbereich. Druckbereich festlegen. Jetzt wähle ich Datei, Drucken und es wird mir eine Voransicht angezeigt, die schon recht hübsch ist. Da kann ich noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel, dass nur gerade das aktive Blatt gedruckt wird oder eben die gesamte Arbeitsmappe, wenn ich mehrere Tabellenblätter habe oder sogar nur die Auswahl, die gerade markiert ist. Da kann ich noch das Papierformat wählen. Ich könnte hier die Seitenränder nochmals anpassen. Ich denke, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Manchmal will man etwas auch gar nicht unbedingt drucken, sondern braucht es nur in einer druckfertigen Form. Dann kannst du über Exportieren die Datei als PDF speichern. Ich wähle hier wieder den Desktop und tippe auf Veröffentlichen. Zu guter Letzt, jetzt ganz wichtig, speichern wir die Datei erneut über dieses Symbol oder eben STRG S.